Wald ist unterwegs. Fast Windstille. Steht hoch in der Luft. Das ist die Führung. Und wie? Sven Annawald mit einem riesen Vorsprung in Führung. 202 Meter für ihn. Der Einzige, der zwei Ausnahmesprünge nach unten gebracht hat. Die Führung für Sven Annawald. Und mit welchem Abstand? 28 Punkte Vorsprung für Sven Annawald. Das sind über 20 Meter Vorsprung. 24 weitere Meter Vorsprung nach einer tadellosen Leistung. Was sollen wir an diesem Sprung noch herummäkeln? Zurecht bekommt er den 19,5 im Schnitt. War das schon der Titel? Sein Servicemann von Rossignol, sein Vater, sein Betreuer, alle sind sie zu sehen, alle freuen sie sich. Sven Annawald mit Abstand der dominierende Flieger hier auch in Harz. Von oben bis unten ein phänomenaler Sprung. Perfektion wird langsam zur Gewohnheit. Bei Sven Annawald fast spielerisch die Landung. Und Reinhard Hess, der weiß natürlich auch, dass alle anderen gepatzt haben. Dass keiner einen gleichwertigen Sprung nach unten bekommen hat. Und was ist das für ein Resultat? Sven Annawald vor Martin Schmidt. Christoph Duffner auf Rang 8, wollen wir nicht vergessen. Drei Deutsche unter den besten 10. Vorsichtig beim Jubeln, Sven Annawald. Das haben wir spätestens bei der Tournee gelernt, als er sich da beim Jubeln den Arm ausgekugelt hat.